So, Nu? Keeper, habe ich gesagt, ne? Normal Keeper. Habe ich ja schon ein bisschen was. Na gut, dann machen wir Keeper. Keeper. Lamp. Curse of the fucking blind. Wir haben sie jetzt schon ein paar Mal erlebt, ne? Ist ja jetzt nicht so schlimm. Ist ja nicht so, dass wir jetzt... dass wir unbedingt Items sehen wollen müssen. Wir haben immer auch Megastand geschafft. Ohne Items zu sehen. Das macht, dass Samson ein Leben mehr hat? Ich weiß es nicht. Irgend sowas. Ich weiß nicht, was das macht. Irgendwas hat Herr Samson dann. Ich weiß nicht, ob Samson kriegt ja keine Pille oder so. Das ist nicht. Oh, Gottes Willen. Gute Seite. Goblin. Zweite Ebene, easy. Ab. Für 7 nehmen wir das mit. Normal finde ich das jetzt nicht so toll, aber wir haben eh keine Bomben und für 7 finde ich das ganz nett. Thank you.
Ist das bei ihm? Ist das bei ihm mit Devil Deals? Kosten die was? Weiß das jemand? Bei Regular Keeper? Ich weiß es auch nicht mehr. Für was? Für dieses Spiel? Vielleicht ist das eh PlayStation Exclusive, keine Ahnung. Stand ja nirgends dabei. Phantom Blade Zero, ja. Ja, für Angel Deals. Vielleicht wären wir so strong, dass wir Megastan mitmachen können. Ja, wir gucken uns nachher das noch fertig, ne? Oder weiter. Aber jetzt erstmal Isaac. Wichtig. Und ich bin sogar instant jetzt. Nämlich immer die Chance auf 2 Münzen. Warum? Doch. Triggers twice. Oder? Das heißt, ich habe zweimal die Chance auf eine Münze. Im besten Fall 2 Münzen. Ah, einfach nicht hinten lassen. Ja, so ein Ding ist das. Verstehe.
ganz wichtig, das Ding. Ganz wichtig. Logisch, oder? Ja, stimmt, hast recht. Das ist dein Gameplay, ne? Einfach nicht hinten lassen. Aber ich will mir mit den Sachen ja Items kaufen. Es geht mir nicht ums Hinten lassen. Reroll bis Gnad Leaf spawnt. Auch nicht schlecht. I'm excited. Let's go. Ace of Clubs. Ganz schlecht. War ein bisschen close. Kann das sein? Also gar nicht, dass man sogar Twitch direkt subben kann. Twitch Turbo nennt sich das. Ich sag keiner jetzt. Ja, doch, kannst du. Also ist aber nicht subben. Du musst, du bezahlst halt monatlich an Twitch einen Beitrag, ne? Du musst ja keinen Kanal subben, oder? Glaube ich. Kaufst das einfach vom Prinzip. Ist wie YouTube Red oder sowas oder wie das heißt. Zecke! Oh, die denn? Weil ich ja eh nicht getroffen werde. Ich will jetzt eigentlich... Oh, ich würde das schon gerne mitnehmen hier. Scheiß drauf, Digga. Ah, ich hätte mein Active-Item noch einsetzen können. Blöd. Bomben. Und Gertie. Ich Bombfly, oh Gott, was? Easy. A friend. Hm.
als Unsichtbarer. Oh, was? Ja, Botfly, göttlich. Hallo. Secret Heart. Secret Heart. I like it. It's a good item. It's good item. Habe ich gehört. ist ja homing. Gar nicht mehr dran gedacht, Kappa. Welches ist deiner Meinung nach das beste Item in Game? Kann man einzeln nicht sagen. Einzeln... Sacred Heart. Das, was ich gerade bekommen habe. Ah, ich habe ja zwei. Dann bringt mir ja der Dreamcatcher gar nichts, ne? Ich habe ja zwei Items. Ja. So, kann man halt mit allem kombinieren. Es ist immer geil, Homing zu haben. Es ist immer geil, mehr Damage zu haben. Was willst du machen? Ne? Es ist halt einfach immer geil. Wo soll denn der Secret Room sein? Hier unten? Hier? Ja, krass. Trisagion mag ich eigentlich gar nicht so, weil es halt ein Damage Down ist, ne? Ich hätte jetzt lieber Piercing Shots. Oder noch geiler wäre im Devil Deal gleich, nachdem ich den Key habe für Mega Stan. Eye of Belial. Würde ich feiern. Hätte ich lieber als Trisagion. Oder Drisangion.
Dieser Jean. Dass sie mit Homing Gegner dranbleiben. Ja, das stimmt. Mit Homing ist das schon cool, das stimmt. Ich würde es auch wahrscheinlich mitnehmen, ne, wenn es jetzt kommt. Oh. Wie stark! 15 Damage! Homing! Afro in der Tasche, nice. Es ist jetzt schon wieder schade, dass es nur bis Megastan geht, im Anführungszeichen, ne? Aber, ist ja jetzt auch nicht ohne. Aber erstmal Megastan bekommen. Weiß ja nicht. Links habe ich schon Delirium, ne? Ja. Ja, ist wieder Aki-Hand angesagt jetzt. Schade, dass das nur bis Megastan geht. Jetzt ein Arki, das wär's, ne?
Okay, es gibt eine Health-Up-Pille, gut zu wissen. Das ist natürlich mau. Die Pathrow nutzen sollen, die Chera dann mitnehmen sollen. Ich krieg bestimmt nochmal eine Pathrow. Stark, einfach zu stark. Echt starker Run. Ding ist durch. Das Megastand habe ich ein gutes Gefühl, ja. English title, but stream in German. I also can speak English very well. I'm a native English speaker. Not really, I'm just joking. Hi, Froze. Grüß dich. Herzlich willkommen. Welcome. No, it's not an English title. It's called Ultra Hard und Keeper. Hi. Und Keeper, it's a German word in my title, it's my streaming title. I'm sorry. Hallo. Hi Firefox, grüß dich. But yeah, most of the time it's a German stream. German only. But if you have questions or something, I also can answer in English. With a nice, sexy German accent. I'm sorry, I can't speak Bulgarian. Just English, a little bit Italian, and a little bit French. And what's called Latin of English? On English? Latin? Latin? Is it called Latin? Old Latin? Errare humanum est. Alia jacta sunt.
Und wir kriegen sogar noch Dingenskirchen hier. GG. Danke. The opposite is bitte. You're welcome. Is bitte. Hi Terro, grüß dich. Olja Seniorita. Ja, wir holen uns Bookworm. No? Ah, nicht danke, richtig. No, it's not the opposite. That's wrong. But you know what I mean. The answer for danke is bitte. So, wir nehmen den natürlich aber wieder mit. Aro. Oh, ich kann ja gar nicht mehr fliegen. Wenn man einmal, kennt ihr das? Wenn man einmal fliegen kann, man hat das sofort drin und denkt, geil, jetzt kann ich fliegen. Und man guckt sich gar nicht mehr die Struktur des Raums an. Mir geht's zumindest so. Ich will keins, also, was hier für Range. Ich mag Zodiac überhaupt nicht. Weil da kriegst du manchmal Taurus und so und bist dann plötzlich lahm und oh, manchmal bist du Stompy und so groß. Schon wieder eine Chera. Nee. Wenn das Zodiac mehr Up als Downsides hat. Ja, das ist richtig, aber Downsides hat es auch, ne? Das ist mein Problem. Und 1 auch ist weniger als 0 auch. Verstehst du? Komm schon, gib mir Crack Crown. Ja, Pech gehabt. Dum. Jetzt können wir dauerhaft fliegen wegen Belzebub, ne? Da kann man Sacred Heart auch nicht mitnehmen. Was hat denn das Negatives?
Gibt's da einen Negativeffekt? Ups. Wurde übrigens mal gesehen, dass man Isaac ja auch auf Deutsch stellen kann. Ja, ja. Ja, das, wenn man es von Anfang an machen hätte machen können, hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht, aber so natürlich nicht, ne? Das ist klar. Liegt nicht mal genug Geld rum, ne? Shotspeed down, okay. Dann nehme ich es nimmer mit. Ab sofort. Hast mich überzeugt. Ich habe Ultra Hard vorhin geschafft, übrigens. Nice. Falls jemand neu dazugekommen ist, ihr habt leider Ultra Hard verpasst. First try natürlich, Kappa. Bin immer noch verschnupft, wie ihr wahrscheinlich hört. Ach, komm schon. Gerne. Absolut overrated. Doch niemals mitnehmen den Scheiß. Viel zu einfach, ne, das Spiel. Viel zu einfach. Ist auch kacke, immer die guten Items, wenn dir das Spiel so leicht wird. Ganz schlimm. Auch ganz schlechte Seite für Keeper. Aber ich bin eigentlich unsterblich, fast schon. Und jedes Mal, wenn ich gehittet werde mit Habit, lade ich wieder auf. Mit der Car Battery habe ich doppelte Chance. Und das zweimal. Also ich habe zweimal mit dem... Ich habe dreimal die Chance, mindestens ein Herzchen, eine Münze zu machen. Dreimal doppelt, also sechs Chancen. Könnte was werden, Leute. Aber ihr wisst, wie es ist, ne? Ups.
Ich muss eigentlich gar nicht aufladen. Ja, allein das hier. Bedeutet Godhead plus Rock Button Eden Start. Schmeckt. Und verkackt, oder? Old is passive. Das ist der Begleiter. Das ist dieser Mini-Begleiter. Oh, würde ich mitnehmen. Kacke, ne? Schwach. Ganz schwach, Firefox. Traurige Geschichte. Sie mit der Karte nicht Ghost Baby weghauen? Im Secret Room? Ja. Ich habe mir überlegt, ob ich es im Angel Deal mache oder im Secret Room. Aber ich hast du recht, Angel Secret Room ist besser. Und am besten schnellstmöglich, beziehungsweise sobald ich eine Chera irgendwo noch liegen habe, ne? Eine Pathro. Mich auch enttäuscht, ja. Glaube ich dir. Okay. Auch halt nichts mehr hier, ne? Vielleicht bist du lucky und hast eine Reroll-Maschine. So wie hier. Ach, du meinst im Shop? Im Secret Room, ja. Können wir gleich mal machen. Erstmal finden. Tischen. Aber er braucht das schon. Noch eine Stars. Was würde das dann wegmachen? Die Soap, die brauche ich auch nicht. Ja, Soap ist Tiersub, ich weiß, aber meinst du? Aber ich hab doch Chocolate Milk. Ist egal.
Was hier kann? Ich mache doch eh nur das. Weil ich im Raum drin bin. Kann ich das in dem auch machen? Nee, in dem. Es kann nur im Secret Room, ne? Nicht im Super Secret. Das sind schon Unterschiede. Ja, ich suche lieber den anderen. Einen anderen Pool, okay. Sehr strange Location, glaube ich. Ah, guck mal. Lul. Genau da habe ich ihn jetzt auch vermutet. Ich glaube aber, ich... Na, ich kann halt... Jetzt kann ich... Ich glaube, eine Stars nehme ich mit. Falls ich in irgendeiner Ebene noch eine Pathrow gedroppt bekomme, ne? Aber ich kann ja nur eine Stars mitnehmen, das heißt, eine lege ich jetzt hier rein mal. Das ist natürlich eine ganz schlechte Ausbeute, aber okay. Den habe ich schon. Viel schlimmer geht schon was gar nicht, ja? Das ist eigentlich ein geiler Pool, ne? Aber ich habe da immer Pech. Glitch Crown wäre halt geil gewesen. Ich glaube, die kann dort auch spawnen. Wäre auch nicht schlecht, ne? Den mitnehmen? Scheiße, ein bisschen Nose Goblin Action, oder?
ich denn gehittet? Oh, shit. Jetzt mal aufpassen. Ich weiß, ich könnte jetzt auch noch hin und her mit den Dingern, ne? Ah, nutze ich jetzt hier oder... In der nächsten Ebene kriege ich es eh nimmer, ne? Ja, du hast Creed Scarlet vergessen und den Skeleton Key. Aber ich nehme es noch nicht mit, vielleicht kriege ich ja noch eine Dings getroppt. It's Batman, ja, so ist das. Die will ich jetzt gar nicht. Ja, so kann ich sie kaputt machen. Wie viel denn noch? Wie geil. Ja, noch mehr von diesen Fliegen. War easy. Schade, schade, Marmelade. Nur eine Algis. Ganz schwache Ausbeute. hallo? Seit wann das? Hallo? Wusstet ihr das? Okay, ich habe einfach mal 7 Leben. Wegen den Münzen, ne? Survival Game, mir geht's sehr gut. Mir geht's wunderprächtig heute. Stand dabei? Stand dabei? Wer liest denn schon die Item Description? Das wusste ich nicht. Das ist natürlich ultra strong. Okay. Haben wir hier noch für... Na, das war jeweils so eine... Lost-Dings da. Nee, nee, nee. Wir nehmen uns einen kleinen Losty mit, ne?
Dafür hast du sie doch. Ja, ich wusste, was Creed Scarlet macht. Ich habe aber nicht gedacht, dass das bei Keeper funktioniert. Weiß das schon, pro 25 Münzen einen Container oder so, ne? Heißt das nicht so? Ja, genau. Ja, und geschafft, Survival Gamer. Natürlich, first try wie immer. Nein, nicht first try, aber ich bin zweimal recht schnell verreckt. Und dann habe ich es gut geschafft. War recht easy. Aber wir mussten, ich hatte wieder Plazenta. Und wir haben uns ein bisschen Video angeguckt, während Plazenta mich vor Satan vollgeheilt hat, komplett. Riecht doch nach einer Victory Lab mit Keeper. Eigentlich könnte man das wirklich machen, ne? Oder? Muss ich eh noch machen. Gib mir eine Whole Stalky. Nice. Das kostet mich jetzt HP, ne? Das kostet mich jetzt HP und das hier unten wäre natürlich strong. Würde mich aber 2 HP kosten. Aber die kriege ich ja wieder, ne? War ich nicht schon conjoined? Ist egal, kann sich nach jedem Hit heilen. Ja, ja, klar. Easy. Hab ein gutes Bild für, das stimmt. Ah, ich habe Ghost Baby weggehauen, dann war es wieder weg, conjoined. Ja, ja, richtig, richtig. So ein Ding ist das. Guck mal da. Null. Okay. Health up. Geht das noch? Ah. Easy. Up. Gleich full life. Hey, Brother Bobby ist mir nicht mal 15 wert, glaube ich. Oder? Nicht. Was mit Keeper genial? Brother Bobby? Oder was? Oder die Victory Lab mit Keeper. Genial. Soul of Isaac. Ja. Würde ich gleich jetzt, glaube ich, nochmal mitnehmen. Richtung. Richtung Eingang. Können wir gleich mitnehmen, ne? Wenn wir zurückgehen Richtung Maker's Den. Ah, nee, es ist eigentlich Quatsch. Full HP mit Keeper, ja. Nee, es ist eigentlich Quatsch. Ich mache lieber Megastand. Ganz ehrlich, Victory Lab ist ja eins der einfachsten Dinge. Ja. Also, mal im Ernst. Victory Lab ist wirklich einfach. Ich mache lieber Megastand.
Victory Lamp habe ich bisher jedes Mal First Try geschafft. Mega Stand mit Keeper nicht unbedingt. Wenn ich jetzt hier, wenn ich hier Yes gedrückt hätte, wäre ich direkt ins Victory Lab gegangen, oder? Okay, ja. Aber dann hätte ich zuerst Mega Stand machen müssen und wenn es nicht funktioniert hätte, hätte ich irgendwann nochmal zu ihm hier müssen. Ne? Das ist ja kompletter Quatsch. Weil dann hätte es nicht funktioniert und ich hätte nochmal dahin müssen und nochmal. Und noch Victory Lab machen müssen. Ne? Man kann es auch anders sehen. Hätte es nicht funktioniert, hätte ich Mega Stand gehabt und hätte eh nochmal hin müssen für Victory Lab. Aber das kann ich auch mit einem anderen Char machen. Ja. Ja, ich muss hin für Victory Lab, das ist richtig, aber nicht mit Keeper. Ne? Genau, und nach Mega Stand kann es halt 50-50, ne? Kann es halt direkt vorbei sein. Nee, da. Victory Lab, wie gesagt, das ist eigentlich ja nicht schwer. Nimmst du Assa-Seelen, dann ist das ja eigentlich easy peasy. Durchmach Squeezy, ne? Icy Pathro. Easy. Suchen wir doch gleich nochmal den Secret Room. Delirium habe ich schon. Ich würde ihn vielleicht sogar, also ich würde vielleicht sogar hingehen, um den Arki zu finden oder so, ja. Ah, die Pathro, nee, die Pathro hebe ich mir noch auf für den Secret Room, falls da ein Item drin ist. Ah, ich kann ja sogar sehen hier machen, ne? Ich habe ja doppelte Chance. Noch geiler. Kann er nicht sein. War das anders? Nice. Da Item ist. Schade. Ah, oh, ich hätte die erst noch sprengen sollen. Ah, shit. Kann ja auch noch was drunter sein, ne? Okay. Oh, Soul of Isaac habe ich noch. Korrekt, dankeschön. Oben, glaube ich, ne? Aber Soul of Isaac rerollt nicht aus dem gleichen Pool. Ich glaube, die haben da... Das ist ein anderer Pool, oder? Derselbe Pool, immer der in dem Raum. Okay. Ach stimmt, deswegen kann auch, wenn so eine Gold Chest da ist, in irgendeinem Special Room, kriegen wir dann das zweite Item zu dem Room Pool, ne? Korrekt. Ja. Und dann rein. Ich vergessen aufzuladen.
Aua. Nein, Lost ist tot, aber den hätte ich hier nicht durchziehen können, ne? Eilt aber schon gut was aus, die olle Schrippe. Oh, Elge ist jetzt weg, habe ich gar nicht gemerkt. Und 50-50 Chance. Wir gehen auf Arki-Hand. Kann ich da eigentlich noch was mitmachen? Ja, Mother. Mother könnten wir machen noch. Naja, dann. Something's wrong. Oh nein, ist gestorben. Number one's coin. Das könnte Delirium sein. Ich will ja eigentlich gar nicht zu Delirium, ne? Das mache ich dann schon noch natürlich, aber. Hier gedroppt. Hans ist perfekt, oder? Easy. Okay. Let's watch. Dann haben wir hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das heißt, das hier könnte er sein. Der könnte sein. Der nicht. Der nicht. Und hoch zu 7, 8, 9. Er könnte es. Er kann es auch nicht sein. Also der nicht, der nicht, der nicht. Können nur die zwei sein. Oder der hier unten könnte es auch sein. Okay, gehen wir erstmal nach rechts. Ja, gehen wir erstmal nach rechts. Als allererstes natürlich mal in den Secret Room. Und ansonsten können wir auch direkt zu Delirium gehen, ne? Obwohl, ne, es könnte natürlich noch sein, dass wir ein Item reinspawnen lassen können oder so.
dem irgendwie wieder halt eine Karte droppt oder sowas, ne? Wenn ich das hier share, wird das auch eine Silber Chest oder kann das auch eine Gold Chest werden? Weiß das jemand? Das wird dann auch eine Silber Chest, ne? Oder eine Crate Chest. Lichera würde ich mir schon ganz gerne aufheben, falls jetzt wirklich so eine Karte droppt, dass ich irgendwie ein Item herbeizaubern kann. Na? Dann würde ich die gerne Cheran. Aber das ist jetzt der einzige Ziel, was ich noch habe. Der einzige Ziel noch habe ich. Eine Steel Chest heißt das. Okay, siehst du? Wieder was gelernt. Ansys ist leider falsch. Range down. Soul of Isaac schon mal. Drops all of Isaac's heart but one and all of her pickups on the floor. Coins and bombs are dropped as quarter. Da sehe ich mich. Gleich. Das heißt nicht. Das heißt. Kommt. Ist da nur ein Quarter oder kommen dann. Kommt drei Quarter? Einer? Schade. Und der Rest an Geld? Er droppt einfach so? In Zehner oder was? Aber Boom kommt auch noch, ne? Weil Boom sind 10 Bomben, glaube ich.
LOL, Dollar drop da. Ich natürlich wieder nur 3 Leben. Und der Key auch. Der Skeleton Key auch. Das stand gar nicht dabei. LOL. Doch, drops all of item, all 6 Dings, ne? Den können wir hier auch noch wegsprengen. Hey, Chance ist da, Leute. Würde ich sagen. Triple Chance für Aki. Nimm nur den Dollar. Wie? Warum soll ich den nehmen? Aber 3 AP sollte doch bei dem Bild auch ausreichen, oder? Oder meinst du nicht? Ich krieg ja auch wieder Geld ohne Ende. Es ist ja so, mit Soul of Isaac bleibt das ja bestehen. Ja, das heißt, ich reroll jetzt erstmal. Soul of Isaac macht ja nur das gleiche Item mit einem Zusatz-Item. Wenn wirklich dieses eine der Arki sein sollte, dann nehme ich den natürlich mit. Das ist Delirium. Ich habe doch Delirium schon. Ich kann doch auch gerne bei Delirium sterben. Ist doch scheißegal. Ich will doch Delirium gar nicht töten. Ich will den Arki haben. Soul of Isaac. Leider nein. Delirium interessiert mich nicht. So, jetzt nun die Frage, ist oben Delirium oder ist das hier Delirium? Es ist beide eine Chance, dass es Delirium ist. Der unten könnte es auch sein. Ich denke, das ist der unten. Ah, das wäre jetzt geil gewesen, ne? Jetzt noch eine schöne, jetzt noch eine schöne Karte. Schade. Wir haben jetzt noch oben eine Chance auf, keine Ahnung, was auch immer da noch kommen sollte. Soul of Maggie bringt mir nichts. Answers bringt mir auch nichts. Ja. Jetzt nehme ich natürlich den Penny mit für Geld, für HP, klar. Den Dollar. I'm sorry. So, für Full HP nehmen wir die rohe Leber. Machen wir noch schnell Delirium. Oh, wäre das schön gewesen. Das wäre ein Easy Mother Kill gewesen jetzt, ne? Schade. Ja, ich bin unverwundbar. Mit Habit bin ich unverwundbar. Verwundbar schon, aber unsterbbar. Easy. BS droppt jetzt eine Path Throw.
Das war's, Leute. Leider. GG! Danke. Also jetzt kommt aber das Schlimmere. Jetzt müssen wir irgendwie in den Boss-Rush kommen und so, ne? Ah, ich gehe kurz Pipi machen.